Mir nicht so viel vorher überlegt und dachte, eigentlich will ich erzählen, warum man so kleine Läden wie eine Buchhandlung in der Oranienstraße braucht. Und dann dachte ich, das wisst ihr eigentlich schon, aber ich werde es trotzdem nochmal versuchen zu beschreiben. Als, glaube ich, die vorletzten pandemiebedingten Einschränkungen in Berlin verkündet wurden, da hieß es, Buchläden kriegen eine Ausnahmegenehmigung, weil Bücher und Lesen Lebensmittel sind. Und aus dieser Perspektive finde ich, ist es nochmal ein zusätzlicher Skandal, dass ausgerechnet, während wir uns alle mit dieser Pandemie herumschlagen, einfach eine Kündigung, vielleicht sogar eine Räumung eines lebensnotwendigen Geschäfts hier stattfindet. Bei den Wohnungsmieten, da war es ja so, dass sich die Bundesregierung im allerersten Lockdown zumindest durchringen konnte, so eine Art Räumungs- und Kündigungsmoratorium auszusprechen. Das gibt es für Gewerbemieten nicht. Dieses mietenbezogene Moratorium der Bundesregierung, das musste den Eigentümerinnen versüßt werden. Da wurde gesagt, naja, die Räumungen werden aufgeschoben und die Gelder werden dann später mit Zinsen nachgezahlt. Das ist die Idee, wie in der Bundesregierung zurzeit sozusagen der soziale Schutz in Pandemiezeiten stattfindet. Für Läden wie Kisch und Co. gibt es diese Schutzmöglichkeiten nicht, wenn man sagt, bei den Wohnungsmietern, da war die Bundesregierung halbherzig und was die Gewerbemieten angeht, ist es noch weniger, dann ist es herzlos. Ein zweiter Aspekt, auf den ich auch mit der Pandemiesituation, auf die Pandemiesituation eingehen möchte, ist, dass wir ständig angehalten werden, Kontakte zu beschränken. Ja, selbst hier von oben sieht man das, ihr haltet alle schön Abstand, habt die Masken auf, doch mit was für Kosten dieses Kontakt beschränken, Abstand halten, verbunden ist, wird eigentlich nicht eingerechnet. Das heißt, man hört dann, ja, wir wissen schon, dass wir den Menschen ganz viel abverlangen, aber tatsächlich wird eigentlich eine Ausnahme nur gemacht in den vollbesetzten Büros, in den Fabriken, in den Dingen, wo es um Wirtschaft, um Konjunktur geht. Da zählen die Kosten der Pandemie. Für uns im Alltag zählen sie nicht. Und ich glaube, dass es uns allen so geht, dass wir in den letzten Monaten sehr deutlich gemerkt haben, Ist was jetzt es aus? ausmacht, dass man sich in den Arm nehmen kann, was es ausmacht, dass man Freunden ganz stark genommen und wir merken, wie wichtig das ist. Das ist für den sozialen Zusammenhalt wichtig, das ist auch für uns selber total wichtig. Und Kisch und Co. und viele andere kleine Läden sind genau Orte von solchen Begegnungen. Ja, das sind die Orte, zu denen man geht, wenn man Menschen trifft, die man schon kennt. Das sind Orte, wo man Menschen trifft, die man noch nicht kennt. Das sind vielleicht auch Orte von völlig unscheinbaren Begegnungen, die sich aber im Alltag immer wieder bestätigen. Und so ein Ort wie Kisch und Co. und wie viele andere kleine Läden, die haben auch nicht nur die Funktion, dass sie ein Treffpunkt sind, wo man sich begegnet, sondern die gehören ja einfach auch in unserer mentalen Landkarte zum Stadtteil dazu. Das ist sozusagen die Gewissheit, dass ich meine Nachbarschaft kenne, dass ich meinen Kiez kenne, dass ich weiß, das, was gestern hier war, wird vielleicht auch morgen noch da sein. Im Moment steht genau das sozusagen unter großem Druck, weil nicht nur Kisch und Co., sondern viele andere kleine Läden verschwinden sollen und uns die Gewissheit nehmen, dass uns unsere Nachbarschaften tatsächlich gehören, dass wir zu ihnen gehören. Ein zweites Konzept, was in der Sozialwissenschaft gerade viel besprochen wird, nennt sich Public Familiarity. Das kann man so übersetzen mit öffentliche Vertrautheit. Und die Kolleginnen und Kollegen, die dazu forschen, die sagen, das ist unglaublich wichtig, um sich überhaupt als Teil der Gesellschaft, als Teil des Kiezes, einer Nachbarschaft, einer sozialen Gruppe zu fühlen, dass ich vertraute Situationen immer wieder habe. Und eine vertraute Situation, ein vertrauter Ort, ein Ort, mit dem ich mich identifizieren kann, der entsteht in der Regel, weil er lange da ist, weil er immer offen hat und weil ich weiß, dass er auch in den nächsten Jahren noch offen haben wird. Und insofern ist es unglaublich wichtig, dass ein Ort wie Kisch und Co. in so einer Straße wie der Oranienstraße bleiben kann. Dass Orte wie Kisch und Co. nicht bleiben können, dass die unter Druck geraten. Das hat ja viel damit zu tun, was wir seit vielen Jahren Gentrification nennen. Ja, und ich selber war ja ganz lange im Prenzlauer Berg aktiv, in dem allerersten Wir bleiben alle Bewegung. Und für uns war es damals so, dass das Verdrängen, das Zumachen der alten Läden, das Öffnen von den neuen Geschäften und Lokalen
Das war für uns das erste sichtbare Zeichen, dass sich jetzt alles verändert, dass wir hier irgendwann auch raus müssen, dass wir eben nicht alle bleiben können. Und auch in vielen wissenschaftlichen Arbeiten ist nachgewiesen, wie eng der Zusammenhang ist zwischen so einer Nachbarschaftsauswertung und der Veränderung von Gewerbestrukturen. Das hat sozusagen nicht nur damit zu tun, dass uns die neuen Läden, vorhin haben wir gehört, es werden diese Flagship-Stores werden, es werden langweilige Läden werden, die es überall geben kann, dass die uns nicht gefallen, sondern sie sind auch ganz klar ein Anzeichen dafür, dass sich so ein Kiez, eine Nachbarschaft gravierend ändert. Ja, und warum ändert sich das? Es ändert sich, oder was das bedeutet, das bedeutet nicht nur, dass uns die alten Läden fehlen, dass uns also ein Stück der Vertrautheit verloren geht, sondern so ein Schließen und Neuöffnen ist immer auch eine symbolische Aufwertung, ist ein Signalcharakter, der deutlich macht, der alte Laden gehört hier nicht hin, die Leute, die vielleicht in diesen alten Laden gegangen sind, die gehören ja eigentlich auch schon nicht mehr hin. Das ist also eine ganz, ganz starke Verknüpfung mit dem, was wir in den Häusern und als Mietern von Wohnungen eben auch schon lange gespürt haben. Ich will ganz kurz auf ein Buch eingehen, wo ich mir sicher bin, dass es auch in der Buchhandlung Kisch und Co. zu haben ist. Eva Ladibo hat so ein schönes Buch, Gentrification Roman, Räuber heißt das, über Prenzlauer Berg geschrieben. Und da geht es um eine ganz akute Verdrängungsbedrohung einer Familie. Da ist das Wohnhaus verkauft worden an einen internationalen Investor. Und die Familie von Olli, das ist der Haupthelfer in diesem Buch, die soll jetzt ein zweites Mal verdrängt werden. Die sind irgendwann schon vom Kolbitzplatz mitten in Prenzlauer Berg an den Rand gezogen. Und jetzt werden sie ein zweites Mal verdrängt und müssen vielleicht sogar die Stadt verlassen. Und auf einem der ersten Seiten beschreibt der Roman eine Szene, so eine Episode einer Trauerfeier. Also der Vater der Familie, der ist gestorben und der wird beigesetzt auf dem Friedhof in der Senefelder Straße, direkt am Kolbitzplatz, wo die Familie da schon lange nicht mehr wohnt. Und im Roman wird dann aufgeblättert, dass die Mutter über Jahre, während der Vater krank war, von der Sozialhilfe jeden Monat kleine Mengen Geld beiseite gelegt hat, um ihm den letzten Traum quasi zu erfüllen und zurück ins Zentrum, zurück an den Prenzlauer Berg, an den Kolbitzplatz zu kommen und so der Verdrängung ein Schnippchen zu schlagen. Und das ist für mich sozusagen, ich kann es nicht so schön beschreiben wie die Romanautorin natürlich, aber es war für mich eine sehr berührende Szene, weil es deutlich macht, so, es geht nicht nur einfach, dass die Wohnungen teurer werden, dass wir umziehen müssen und vielleicht unsere sozialen Kontakte verlieren, sondern für viele ist es tatsächlich eine unglaublich enge emotionale Bindung, die wir an so einen Stadtteil haben. Und deshalb kommen wir ja auch immer wieder zu diesen Protesten und das hält uns hier zusammen. Und es geht ganz deutlich darum, dass Orte wie Kisch und Co. eben nicht nur einfach ein Laden sind, sondern die sind für viele ein Lebensmittelpunkt und vielleicht der Kern des Lebens. Letzter Gedanke, was wir an dem Prozess, an den Geldforderungen, an der Kündigung sehr deutlich sehen und was wir als Mieterinnen und Mieter in Wohnung schon lange kennen, wenn man den Drang nach Gewinnoptimierung nicht deckelt, nicht einschränkt, nicht reguliert, dann setzt sich offensichtlich das Gehalt der Höchstmiete durch. Also es wird immer das Maximale ausgeschöpft, was zu erzielen ist. Und in ganz vielen Studien sprechen wir deshalb auch immer von so einer Blindheit, von der sozialen Blindheit des Marktes. Ja, das ist sozusagen nicht unbedingt eine Charaktereigenschaft der einzelnen EigentümerInnen, sondern das ist das Prinzip. Ja, im Kapitalismus geht es darum, einen Wohnertrag zu erzielen und alles andere bleibt auf der Strecke. Und das führt letztendlich dazu, dass die Wohnungen, in denen wir wohnen, dass die Läden, in denen wir Läden machen, die haben da nicht mehr die Funktion der Nutzung, sondern das Nutzen dieser Läden und Wohnungen selber wird zur Funktion, um Geld zu vermehren. Das heißt, es ist eine vollständige Umkehrung. Ja, normalerweise baut man ein Haus, damit sich Leute drin wohlfühlen. Man baut einen Laden, damit ein cooles Geschäft reinkommt. Und das, was wir zurzeit in Berlin erleben, ist, dass das völlig umgekehrt wird, dass eigentlich egal ist, wer hier wohnt, dass es egal ist, wie wir die Räume nutzen, dass es nur noch darum geht, dass es sich rentiert. Das heißt, dass also das, was unser Leben ausmacht, nur noch Mittel zum Zweck wird. Und das ist richtiger Mist, ganz genau. Und
Ich habe jetzt bei den Recherchen nochmal geguckt, die heißen ja wirklich Victoria Immo Properties. Ja, also da ist der Name Programm. Man würde in jedem zweitklassigen Roman, den es hier im Buchladen wahrscheinlich gar nicht gibt, durch jedes Lektorat so einen Namen durchstreichen, weil der ist so klischeebehaftet, dass man gar nicht glauben kann, dass er zur Wirklichkeit gehört. Und das, was wir jetzt aber sehen, ist, dass das, was Kreuzberg erlebt, eben kein zweitklassiger Gentrification-Roman ist, sondern eine voll ausgeprägte Verdrängung, in dem Firmen wie Victoria Immo Properties ihre Geschäfte machen können. Und das Einzige, was da zu helfen scheint, ist ja tatsächlich, dass wir auf die Straße gehen, dass wir uns in großen Mengen dagegen wehren, dass wir deutlich machen, unsere Straßen, unser Kiez, unser Leben gegen eure Gewinnsucht. Das ist die Möglichkeit, die ihr nutzt. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass auch am Donnerstag möglichst viele vor das Gerichtsgebäude kommen, auch wenn wir da nicht alle rein dürfen, und das zu einem symbolischen Kampf machen, weil Kisch und Co. ist ja nicht nur ein Einzelfall, sondern steht für ganz, ganz vieles Verdrängungsgeschehen, nicht nur in Kreuzberg, sondern in vielen Teilen der Stadt. Und dafür ist wichtig, dass wir solidarisch zusammenhalten und zeigen, unser Leben gegen ihren Profit. Ja, ja.